Herzlich willkommen beim Kodoma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kodoma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Kodoma Podview. Schwermann! Genau. Wir haben heute zwei ganz... Wir haben heute zwei ganz bekloppte Hühner bei uns. Und zwar haben wir heute zwei bekannte Stimmen aus dem Kiruma-Universum. Normalerweise ja immer nur eine, heute haben wir zwei, das heißt doppelt bekloppt. Deine Mutter und dein Vater. Was? Nein, glücklicherweise jemand anderes. Und zwar... Nee, die auch nicht. Mit dem Dildo im Schrank. Der und Kukake. Ihr merkt, es geht schon richtig gut los. Zum einen haben wir Ramona M. Und zum... Ja, Fotzenfisch. Der Fotzenfisch aus dem Seepferdchen-Märchen. Sie wollte Fetzenfische sagen und sagte Fotzenfisch. Und zum anderen den Drachen mit den Zahnschmerzen, den Manu M. Den Werner. Den Werner beim Seepferdchenmärchen, genau. Ramona ist vom Jahrgang 1994 und Manu vom Jahrgang 1988. Ja, ne? Und Ramonas Rolle war, also die allererste war die Hexe Dorothea 2017 in der Geschichte mit dem Werwolf. Der Fisch von der Fortschritt. Und ja, im Video seht ihr dann nochmal den Titel eingeblendet. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, das war irgendeine Geschichte mit dem Werwolf. Der Werwolf von Tarkabin. Was? Der trinkt gerne Pit. Und den Manu, den hat man als allererstes gehört mit einer der ersten Synchronstimmen, als der Drache in Luzi erklärt, 2015 bei dem Projekt Versteckter Zucker. Der Drache, ja, der die Zahnschmerzen hat. Das war noch bei Manu. Versteckt die einfach. Ja, und bis jetzt, was habt ihr gemacht neben dem Synchronsprechen, Ideen zu Geschichten noch zugeführt, unter anderem Manu bei der Geschichte Krasser Shit am Set vom Werwolf. Da hast du ja nicht nur den Sprecher, also den Jack, gesprochen, sondern hast auch die Geschichte mitentwickelt. Jo. War das eine angenehme Abwechslung? Jo. Ja, das ist schön. Ja, wir haben jetzt ganz tolle 20 Fragen für euch vorbereitet. Nee, ich will aber nur 19. Ich mache aber eine Bukake-Party. Du möchtest bei einer Bukake-Party? Warum möchtest du das? Okay, rocken wir los. Also ihr beiden, welche Rollen waren bislang eure Lieblingsrollen und warum? Die Hexe! Die Hexe Dorothea. Warum? Warum die Hexe? Weil ich selber eine Hexe bin. Weil du selber eine Hexe bist. Das kann ich bestätigen. Sie reitet gerne auf dem Besen. Also. Ich liebe Böses. Okay. Hexen sind schön böse. Ja, okay. Und aber ich war eine junge Hexe. Du warst eine junge Hexe? Nein, Spaß. Dann wollte ich gerade sagen, du warst eine alte Hexe, eine alte Verbrauchte. Die schon sehr viele Bekannte fand. Ich gleich mein Besenspiel in den Arsch. Hey. Manu, was war bei dir die Lieblingsrolle? Speziell hatte ich so keine Lieblingsrolle. Ich mag einfach alles, was so düster, böse, Drache, brutal, Dämon. Vor allen Dingen mit dem Zucker, ne? Ja gut, das war jetzt... Das wollte ich nochmal erwähnen, ne? Wenn man dich so anguckt, dann sollte man Zucker vermeiden. Ich stehe auf Zucker. Zucker macht alles süß. Frage 2. Was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen euch und euren Lieblingsrollen? Gibt's da Gemeinsamkeiten oder sind da... Ja, die Hexe. Ja. Ja, Hexe. Ja. Bin ich auch in Wirklichkeit.
Ah, du bist auch so frech? Ja. Ja, okay. Und der Manu hat auch immer Zahnschmerzen, genauso wie der Drache. Also... Also ich habe da keine Zahnschmerzen. Nein, deswegen war es auch beim Zahnarzt. Ja, ich hatte keine Schmerzen. Du hast die Schmerzen, nicht? Ich habe keine Schmerzen. Nicht mehr. Doch, habe ich. Na, siehst du. Frage 3. Habt ihr Lieblingsfiguren, unabhängig davon, ob ihr diese Figuren schon mal gesprochen habt, eure Stimme geliehen habt oder nicht? Ja, du hast so eine, weiß nicht, so eine komische Dämonenfigur, die finde ich ganz cool. Eine komische Dämonenfigur. Cool, welche mal. Ich weiß es gerade gar nicht, welche du meinst. Boah, da war so eine, die war richtig schön böse. Meinst du den Gottfried mit der Teufelmaske? Das kann sein, da war auf jeden Fall eine richtig schön böse. Als Mr. Lordi. Ja, genau. Ja. Der ist cool, ja. Ja, das stimmt. Der war cool. Und bei dir, Ramona? Gibt es da eine Figur, die du unheimlich cool findest vom Aussehen oder vom Charakter? Nein, die sind alle scheiße. Ich finde eigentlich alle cool. Die Krähe. Nee. Die Hexe auch, wie immer. Und wie heißt immer dieser weiße Drache da? Dragonina. Genau. Ja. Die alte Saudi. Die hast du angezahlt. Oh, das ist schön. Die bin ich als Stofftier. Also Dragonina ist eine sehr steife Marionette. Ich glaube nicht, dass die... Machen wir die nochmal unsteif. Steif ist gut. Wenn eine Nacht mit uns verbringt, ist sie nicht mehr steif. Dann ist die entspannt. Dann ist sie ausgelutscht. Ja. Frage 4. Was gefällt euch beim Synchronisieren am besten? Die perversen Sprüche. Wenn es fertig ist. Genau, wenn man so zum Ende kommt. Nein, natürlich nicht am besten, aber es gefällt eben daran, so dass man... Alles, man hat Spaß dabei, man reißt Witze zwischendurch. Genau, kreative Freiheiten noch ein paar. Genau, freie Betonungen. Ein paar Sprüche abändern, Stimmen verstellen, also passt schon. Ja. Alles klar. Frage 5. Was würd... 5 wär's. Ja, stimmt, ne? Mein Gott, ey. Aber was würdet ihr bei Kiruma für ein Projekt machen wollen, wenn ihr für eine Woche Chef sein dürftet? Massenmörder. Ich hab gedacht, du hast gebraucht. Ja, so... entweder so, ja, weiß ich nicht, so Massenmord oder so ein Puppenporno. Puppenporno. Dafür würde ich dich auch echt kriegen, ne? Natürlich, so Gargambums, Dragonina oder so. Du hast dich hier im Prängel, ich zeig dir meinen Schmeckel. Das Schlimme ist, ja? Gargam packt aus. Fuck mich auf den Tisch. Ah nein, das Schlimme ist, dass sehr viele Sprecher, von denen ich das gar nicht erwartet habe, schon gesagt haben, ja, so ein Pumpenpolo oder so. Ja, warte. Mit den alten Leutchen. So, nennt man genau, mit Inge und Herbert oder genau. Was? Genau. Ah. Ja, so Opa Herbert, Oma Inge, so Gruppensex im Altersheim und so ein Scheiß. Weil ich habe hier nur mit Perversen zu tun, das ist schlimm. Du hast es so gemacht. Ja, genau, ich bin schuld. Ne? Ich wurde so geboren. Frage 6. Guckt ihr euch die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanziert ihr euch privat von den Projekten? Ich sag mal so, Manu hat keine Zeit und ich... Ja... Keine Lust. Ich bin, weiß ich nicht, ich spreche halt gerne ein, aber guck mir die Videos selten an. Okay. Ja, also sprechen, gucken. Also sprechen tue ich gerne ein, aber gucken... Ist schon mal vorgekommen, aber... Ist schon mal vorgekommen, ja, aber ist nicht jedes Mal bei Veröffentlichung. Also, ist wie so ein Koch im Restaurant, der isst ja auch nicht sein eigenes Essen. Also. Ja. Ja, okay. Ich finde, das hört sich irgendwie komisch an, wenn ich meine Stimme da höre. Ja, dann bist du nicht die Einzige, da haben wir andere Sprecher so. Vor allen Dingen denkt man sich dann so, oh Gott, hörst du die Scheiße an. Ja. Deswegen höre ich mir meine Sprachnehmung auch nie an. Frage 7. Von welchem Film oder welcher Serie würdet ihr euch eine Fortsetzung wünschen? Naja. Also welche Projekte haben euch so viel Spaß gemacht, dass ihr sagt, ach ja, da würde ich gerne nochmal die Rolle in der... Die Horror-Story war das, glaube ich, mit Lordi, oder? Monsterwicken, ja. Ja.
Ja, da kann ich vor allem, weil ich auch gerne Englisch spreche. Ja. Und es ja auch kann. Mittlerweile kann ich es auch. Das hört sich bei dir komisch an. Ja und? Dann höre ich mich halt an wie schon Engländer auf Also zu Monsterican kann ich dir sagen, nächstes Jahr wird Teil 3 eingesprochen im Frühjahr. Damit es pünktlich im Oktober hochgeladen werden kann. Wir hoffen es. Läuft. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Genau, und dann schön Englisch üben, ne? Genau. Und dann spricht Manu tatsächlich zum letzten Mal den Zombie Thomas. Oh. Der wird zum letzten Mal zu sehen sein. Oh, und so. Ja, genau. In den Arsch. Genau. Aufgestochen. Genauso wie Ramona vorerst das letzte Mal Lissy sprechen wird. Aber ich denke mal, in Monsterican 4, wenn der dritte Teil genauso gut ankommt wie die Vorgänger, denke ich mal... Was zauberst du, oder? Mach meinen Stuhl nicht kaputt. Wird's bestimmt auch wieder Rollen geben im vierten Teil, die auf euch passen. Natürlich. Bestimmt. Und was würdest du dir für eine Fortsetzung wünschen, Manu? So ziemlich von fast allem. Von fast allem? Ja, ich find's geil. Okay. Frage 8. Was für eine Rolle würdet ihr gerne mal einsprechen und warum? Aber wenn ihr euch aussuchen könntet, egal was. Dragonina. Du würdest gerne Dragonina einsprechen? Ja. Ich kann so zärtliche Stimme gut sprechen. Ja, so süße Stimme meine ich jetzt. Dragonina ist ja schon verpachtet. Die ist verkauft. Ja. Ab auf den Strich. Dann töte ich diese Person. Die Spinne hat ein Loch im Arsch. Ja, wenn du da die ganze Zeit so komisch dran rumfingerst, ist normal, dass die auf einmal ein Loch im Arsch hat. Ja, Ramona spielt währenddessen irgendwie an fremden Spinnen rum. Du kannst der Spinne noch nicht den Arsch aufreißen. Was ist los mit dir? Also keine Sorge, es ist nur eine Gummispinne, aber... Jetzt wird sie noch mal aufblasen. Ja, Ramona kann gut blasen. Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Ja, habe ich doch gerade gesehen, meine Spinne. Also Manu, was würdest du gern für eine Rolle einsprechen, wenn du... Die Hexe. Nee, weiß ich gar nicht. Gab's denn da alles? Gab's so viel? Einmal angenommen, du könntest dir irgendwas aussuchen. Herbert. Ganz egal. Was für Opa Herbert? Bei Herbert, kostet zu dir. Ja, klar, der hat das dann gleich. Ich komm in meinem Rollator raus, du Kind, du. Ja, geh runter von meinem Rasen, du Pisser. Ich muss da was übersprechen. Boah. Ich weiß nicht, wenn es mal so einen Dämon gibt, so einen richtig bösen... So ein Dämon. Ja, so einen richtig bösen, fetten, krassen Dämon. So. Ja, alles klar. Merken wir dich für einen richtig krassen Dämon vor. So. Und die Ramona merken wir uns vor für einen weiblichen Drachen. Ja, wenn du mal so was mit dem Teufel machst, dann den Teufel. Haben wir tatsächlich vor, dann halte ich dich im Hinterkopf. Perfekt. Mir wird aber schwer, den im Hinterkopf zu halten. Ja, dann behalte mich mal im Vorderkopf. Frage 9. Welche Projekte machen euch mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene? Und warum? Für Jugendliche und Erwachsene, wenn man das Schimpfwörter sagen kann. Da kann man dann schon wirklich mit der Sprache etwas ausschweifen. Ja. Und ein paar gewisse Wörter einbauen, die man in Kinderfilmen jetzt auch nicht gerade reinpacken kann, wie... Ich bin deine Mutter, du Opfer. Ja, irgendwie sowas. Ah, wie fotzenfrisch. Oder ich schlitze dich auch vom Schwanz bis zum Hals. Also, sowas sprichst du sonst immer bei Kindern mal, ne? Ja, aber sowas kann man reinpacken. So, ja, weißt du? Also man hat Narrenfreiheit. Genau, so wie bei krasser Shit am Set, da ging ja auch einiges ab. Ja. Das war dann auch schon nicht mehr so ganz jugendfrei, FSK 29. Nach dem Motto so ungefähr. Na, ja, war witzig. FSK 25, ja. Ich bin noch nicht mal 29. Frage 10. Was ist eure schönste Erinnerung an Kiduma? Alle. Ja, die sind alle schön. Ja, alle. Besonders das Shisha-Rauch immer danach war geil. Das stimmt. Nee, alle. Oder mal währenddessen.
Ja. Ist ja auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass man währenddessen Shisha geraucht hat. Also alle Erinnerungen, ja. Ja. Okay. Gibt's da irgendwas, wo du ganz besonders so dran hängst oder ihr? Aber wo ihr sagt, ja, das fällt mir ein, wenn ich an Keoma denke. Shisha rauchen. Die kommen alle nur zum Keoma einsprechen wegen Shisha. Ja. Und warum ist Shisha klar? Ja klar, sprich ein. Ich weiß nicht, irgendwo bin. Ja. Also da gibt's keinen speziellen Moment so. Nö, die waren einfach alle toll. Macht immer Spaß, ist immer cool, witzig. Ja. Das stimmt. Okay. Vor allem, wenn man den Manu ärgern kann, wenn er einspricht, einfach mal dazwischen quatschen. Ja, oder einfach mal furzen, ne? Oder rülpsen. Ja, mach ich. Ne? Ja. Frage 11. Warum habt ihr euch entschlossen, für Synchronisieren bei Keoma zwischendurch eure Freizeit zu opfern? Was heißt Freizeit opfern? Ja, ist ja eure Freizeit. Ich opfer 24/7 meine Freizeit. Ja, das stimmt. Ja, so aus Langeweile entstanden, einfach mal ausprobiert. Aus Langeweile entstanden. Ja, und dann einfach mal ausprobiert, Spaß dran gehabt, und weitergemacht. Ich war schüchtern. Hm. Oh. Ja. Ja, ganz am Anfang. Ja. Was auch mal zu der Frage noch, was für einen Charakter man gerne einsprechen würde, so ein Bekloppten, so Gollum-mäßig sind. Oh, okay. Passt zu mir. Ja, so ein richtig bescheuern, so. Mein Schatz, bist du schon bescheuert? Es hat uns unser Schatz geklaut. Er ist ein Penisling. ja, geht ja schon so in die Richtung Wasserdrache Werner, ne? Ja. Mit seinem Schatz. Ja, mein Schatz. Was war jetzt nochmal die letzte Frage? Wegen dem Synchronisieren die Freizeit zu opfern. Ja, macht Spaß. Ja. 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 Mach ich gerne. Ja. Für die Leute, die das feiern? Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene machen wir gerne schön. Ja. Ich weiß, vielleicht macht Amelie auch irgendwann mit, wenn sie lesen kann. Genau. Ja. Frage 12. Vervollständigt bitte folgenden Satz mit einem Wort. In deinem Mund. Da waren zwei Worte. dazu muss man sagen, Manu, du sprichst ja auch den Jack, also meinen Bruder, sprich, wenn du meine Mutter beleidigst, beleidigst du automatisch deine Mutter mit, ne? Das ist mir egal, das ist meine Mutter. Also, Frage 12. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Keoma ist für mich... Bukake. Warum? Weil es Spaß macht. Das ist ekelhaft. Ja, natürlich nicht. Keoma ist für mich, ja. Lustig. Ja, was ist das für mich? Ramona sagt lustig. Geil, erotisch, feucht, nass. Cool. Ablenkung. Ablenkung, okay. Ja, schön. Jo. Okay. Interessant. Befriedigend. Befriedigend. Das habe ich noch nie gehört. Ist das herrlich? Ja. Ja. Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Keoma, abgesehen vom Synchronisieren, welche ihr unbedingt mal austesten wollen würdet? Und wenn ja, welche und warum? Den Text schreiben. Mit den Puppen spielen. Lass die Puppen tanzen. Ja, nicht den Text schreiben, Texte einteilen. Ja. Also Ramona, du würdest dann gerne mal ein Drehbuch schreiben. Ja. Boah, ich würde das schon gerne mal machen. So. Ja doch, sich ein Drehbuch irgendwie ausdenken, aufschreiben, Personen zuordnen. Boah, das würde bei mir der brutalste Horror aller Zeiten werden. Wenn Manu dann zusammen wäre, das eigentlich schon cool. Aber dafür muss man erstmal Zeit finden. Na, der Dämon mit dem Monsterkopf. Ja, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, als wir bei Rorschach waren in Walsum, da warst du ja auch dabei. Da hat ja, also mittlerweile heißt sie ja Tatze, früher noch Shina Uchiha. Da gab es ja das Thema beim Aufnehmen irgendwie mit
mit dem Inder und mit dem Chinesen. Kannst du dich noch dran erinnern, Manu? Ja, ja? Kann ich. Genau, ne? Dass da irgendwie so, keine Ahnung, so... aber waren das irgendwie so Terroristen, die sich treffen, ne? Irgendwie sowas. Da fehlen uns auf jeden Fall noch ein paar lustige Ideen. Also ich bin mittlerweile so, das sind alles Terroristen, die tot sind. Die haben sich hier irgendwie durch Selbstmord in die Luft gesprengt und die treffen sich im Jenseits. Und Hauptsache der Inder hat sich in die Luft gesprengt. Oder? Ja, ja, genau. Und daraus irgendwie eine lustige Geschichte formen. Also wenn ihr da ein paar Ideen habt, gerne aufschreiben. Natürlich, bloß bei einem Inder ist... in die Luft sprengen eher merkwürdig, weil die sind ja nicht so in der Hinsicht veranlagt. Ja, ich nehme noch Curry. Ja, der, vielleicht haben zu scharfe Curry gestorben oder so. Ja. Der Dünnschiss am Ende des Tages hat ihn fertig gemacht. Der Darm geplatzt, irgendwie so. Der Sprengstoffpulver mit Curry verwechselt. Ja, hat sich in die Luft gesprengt beim Currykochen. Also du würdest gerne Drehbuch schreiben und... Ja, wir machen uns zusammen. Also ihr beide. Ja, so mal ein Drehbuch schreiben oder mal so ein paar Szenen aufnehmen mit den Puppen spielen. Okay, ja. Aber den Puppen spielen würde ich jetzt nicht unbedingt. Da weiß ich so weiß ich, Manu so möchte mit so Jackie Chan mäßig durch das Bild fliegen lassen. Und Manu möchte mit Puppen spielen. Könnte ich hier gerne kaufen zu Weihnachten. Spezielle Punkte. Alles klar. Frage 14. Gibt es etwas, was ihr schon immer mal über Keruma wissen wolltet? Und wenn ja, was? Warum ist Luzi schwarz? Warum bin ich schwarz? War der nicht vorher mal Mexikaner, also hellhäutig? Ja, also tatsächlich sind Jack und Esme, sind da meine Geschwister, die sind tatsächlich heller als ich. Das ist im Sud aber erst vor, ich glaube, 3 oder 5 Jahren aufgefallen, dass ich überhaupt schwarz bin. Und er so, der ist ja schwarz, der Junge. Ja, tatsächlich ist meine Mama Afrikanerin und mein Vater ist Mexikaner. Und meine Großeltern, so war das. Meine Oma war Afrikanerin und mein Opa Mexikaner, und beim Sklavenhandel hat mein Opa meine Oma gekauft und hat sie dann also freigelassen als freilebender Sklave, und daraus ist dann halt Liebe entstanden und die Gene, die sind halt auf mich übergegangen, und deswegen bin ich etwas schwarzer als meine Geschwister. Ja, und meine Eltern sind beide Mexikaner, nur meine Oma, die kam aus Afrika. Das heißt ja dann, einer deiner Elternteile ist halb Afrikaner. Ja. Aha. Aber ich weiß jetzt nicht, wer, da habe ich noch nicht so viel in der Familienchronik nachgeforscht, da müssen wir mal Jack oder Esmi fragen. Aber ich habe keine Fragen eigentlich. Du hast keine Fragen? Nein, mir fällt nichts ein. Alles langweilig? Nein. Nee, mir fällt nichts ein. Ja, alles gut. Okay, dann Frage 15. Wenn ihr in die fiktiven Keduma-Länder, Sultanien oder Euland reisen dürftet, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdet ihr mitnehmen? Also jeder darf 3 Sachen mitnehmen zum Verreisen. Was wären das für Sachen? Ein Witzebuch, damit man was zu lachen hat. Ja, dafür hast du gerade den Malen. Der kommt ja mit, da hat man immer was zu lachen. Besonders wenn er irgendwas synchronisiert. Also ich würde mitnehmen, meine Frau, jede Menge gleich. Hallo, ich bin kein Gegenstand. Warum sagt ihr immer eine Frau? Eine Frau ist kein Gegenstand. Wieso ihr? Ich hab das gar nicht gesagt. Nur weil ich schwarz bin. Eine Frau ist kein Gegenstand. Ja, wirklich nur. Tiere sind Gegenstände. Ja, stimmt. Was würde ich machen? Was würdest du mitnehmen, nicht machen? Achso, ja, was würde ich mitnehmen? Ein Gewehr, jede Menge Munition. Das sind 2 Sachen, und was ist die 3. Sache? Ein Jagdmesser.
Ein Jagdmesser, okay. Und dann mache ich da einen Verein auf für die 2 Wochen. Jagdverein Möller tötet, was tötet. Tötet, was tötet. Boah, ich weiß nicht, was ich mitnehme. Also während er dann so seinen scheiß Verein da aufmacht und oder er Roadkill. Dann, mir dann sehr langweilig wird, dann nehme ich auf jeden Fall... ein Dildo mit. Genau, nehme ich von der Oma. Nehme ich einen riesen Dildo mit. Brauchst du nicht, du hast mich. Ne, du bist ja weg, du bist ja in deinem komischen Verein da. Ja, aber ich töte, was tötet, und wenn es weg ist, dann komm ich bums. Ja, aber du bist die meiste Zeit weg und... Ja, aber abends komme ich zu dir. Während du tötest, dann... dazu muss ich mich. Und wenn du abends zurückkommst, bin ich schon am Schlafen, aber ich kann doch mehr auf Poppy Poppy. Dazu ja, ich muss ich auch im Schlaf. Aber... dazu muss man sagen, das wissen ja unsere Zuhörer nicht, ihr seid miteinander verheiratet. Also nicht so, ja, Ramona hat jemanden und du hast jemanden und ihr trefft euch dann zum Ficken und eure Partner kriegen dann euer Fremdgehen. Sich auch, oder was? Eure Partner kriegen dann erst über das Fremdgehen raus, wenn sie den Portfolio anmachen. Ne, ich nehme auf jeden Fall einen Riesendildo mit. Ja. Ein Gleitgel brauche ich nicht. Du bist feucht genug. Genau. Entschuldigung. Feuchtgebiete. Ja. Boom, der Portfolio bekommt so. Eine FSK 16. Ja, Dildo, was noch? Nimm dir mal Zeitschrift. Eine Riesendose. Eine Riesendose. Bild der Frauen sich dann an Fingern. Wenn schon Nucky Die Kalender für Männer. Nein. Nucky Die. Nucky Die. Kannst du mich jetzt mal ausreden lassen, ey? Nein, jetzt weiß ich nicht, während. Genau. Dann auch eine Tabakdose, damit ich mir nach meiner Befriedigung eine rauchen kann. Wann ist mit den Hülsen und der Stopfmaschine? Das ist ja dabei beim Tabakzeug. Ja, dann sind ja dann die 3 Sachen, ne? Nee, warte, dann habe ich eine riesen Schachtel Kippen mit. So. Eine riesen Schachtel Kippen. Also du nimmst einmal ein Dildo mit, eine Zeitschrift und Kippen. Nein, Zeitschrift habe ich nicht gesagt. Dildo, eine Schachtel Kippen und da will ich den Kippen auch ankriegen und Feuerzeug. Ja, das ist vernünftig. Ja, das ist Frage 16. Was macht ihr, um euch in eure Rollen einzufühlen? Vorher eine Bukake-Party. Ein Joint bauen. Nein, Spaß. Oder Gangbang. Ja, das machen wir vorher gar nichts. Nee. Wir legen einfach los und einsprechen. Ihr macht das spontan. Vorher mal kurz den Satz irgendwie... Kurz durchlesen, kurz die Stimmen... Ne, durchlesen brauche ich hier gar nicht. Ich fange einfach an. Ja, Mona kann nicht lesen, die kann nur Bilder gucken. Die hatte nur Simon klatschen. Ja, du, ey. Nee, eigentlich bereiten wir vorher nichts vor. Wir fangen direkt an. Und machen weiter. Machen weiter. Das klingt wie Kinder machen. Frage 17. Haltet ihr euch immer streng ans Drehbuch oder improvisiert ihr auch mal? Also der Manu improvisiert. Ja, Manu improvisiert sehr viel. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie improvisiert. Ich improvisiere immer. Nee, das ist das Schönste. Nicht. Wenn ich da einen Satz lese und der gefällt mir inhaltlich nicht, dann baue ich den ein bisschen um oder sonst was. Oder der hört sich kacke an, dann wird ein bisschen umgetextet und gut ist. Ich halte mich ans Drehbuch. Ja, das nennt man künstlerische Freiheit. Ich kann sowas nicht. Ich bin nicht kreativ. Ich habe zwar ein 7-jähriges Kind, aber ich bin nicht kreativ. Dafür bist du da. Ja. Ich bin hier der kreative Part. Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, es kommt beides unheimlich gut an. Zumindest bei den Fans. Yeah. Ich weiß noch bei Manu, das war bei Monsterken 2. Bei Monsterken 2, da... da sollte Manu als Jack den Luzi fragen, was passiert? Bist du die Treppe runtergefallen? Mhm. Und rauskam, bist du wieder die Treppe runtergefallen, Depp? Und das kam unheimlich gut bei den Fans an, obwohl das improvisiert war. Bei Ramona, da wurde ich mal bei Monsterken gefragt,
ob das anstrengend für das Mädchen war, die ganze Zeit Deutsch und Englisch zu sprechen, wo ich dann gesagt habe, nein, es ist tatsächlich eine erwachsene Frau, die die Rolle eingesprochen hat. Du kamst also auch sehr überzeugend drüber, ne? Ja. Das war sehr anstrengend für mich. Oh. Ich musste 24/7 den englischen Text lernen. Die spielt mit dem Ball. Die spielt mit dem Ball. Ich kriege hier noch Zustände. Ich sehe dann schon kommen, der Ball platzt gleich. Wenn du nicht auf den Ramona ist 3 und spielt mit dem Ball. Also ja, für Monster Rhythm für die Rolle der Lissy wurde auch ein kleines Mädchen. Frage 18. Wie schwer ist es für euch, Emotionen und Gefühle in eure Rollen zu stecken? Nicht schwer. Er hat stecken gesagt. Nee. Also ich kann leicht einfach reinstecken. Ja. Kann ich ganz gut. Ja. Weil ich auch fast jeden Tag Geschichten für meine Tochter vorlese. Ja. Da betone ich ja auch immer alles. Also ist ganz easy. Okay. Easy. Frage 19. Ab was wolltet ihr schon immer mal euren 10 Milliarden Fans da draußen sagen? Geht weiter zur Schule. Endet nicht so wie wir. Nein, macht was aus eurem Leben, sonst landet ihr noch bei Sucht. Genau. Mach was aus eurem Leben, sonst müsst ihr auch für den Vogel. Das Schlimmste ist, wir kriegen noch nicht Gage dafür, ey. Ja, ne? Ich bin so ehrlich. Ich keiner von uns wird dafür bezahlt. Nee. Alles ehrenamtlich. Ja. Ja, erstmal danke fürs Zuhören, für euer Feedback. Genau. Und ja, genau. Macht weiter so, bleibt uns treu. Genau, macht eure Schule zu Ende, lernt fleißig. Ja. Dann macht's. Schließt eure Ausbildung ab, macht eine vernünftige Ausbildung und bleibt so, wie ihr seid. Ja. Alles klar. Dann die letzte Frage. Bukake! Wann machen wir endlich eine Bukake-Party? Heute wird Kindfeier. Oh, geil. Yeah. Manu ist in der Mitte. Nein. Frage 20. Eigentlich können wir uns die Frage schenken, weil die durch die anderen Fragen schon beantwortet wurde. Ja, aber ich frage dich aber trotzdem. Oh, scheiße! Frage 20. Würdet ihr auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen? Nein. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Ja, wenn du der andauernd deinen Arsch umpopelst, ist doch logisch. Ja, Ramona popelt immer noch an der Spinne rum. Ja. Ich bin jetzt mein bester Freund. Ja, natürlich würden wir weitermachen, ja. Oder? Ja, klar. Ja. Ja. Immer wieder gern. Merke bessere Sachen, denke ich. Ja, okay. Ja. Ja. Also noch so. Bukake-mäßig. Boah, ihr habt nicht heute mit Bukake, ne? Ja, das wird heute ein Fickfest. Boah, ey. Hilfe. Hallo, unter Vögelchen im Raum. Ekelhaft. Ja, meine Lieben, das war ein Podview der ganz besonderen Art. heute heute bei Koglexis. Alkohol bis der Arzt kommt. Nein, ich bin oh mein Gott. Wo ist das Koks? Ey, ich bin Mexikaner und ich werde immer in Drogenexzess reingezogen. Ich verstehe auch nicht, warum. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das war ich. Ich bin Mädchen. Du hast kein Geld und ich hab kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Der Mexikaner. Was? Ich weiß es nicht. Ja, das war der Abschluss. Das ist ein Vorurteil, dass Mexikaner Drogen haben. Ja, also ich bedanke mich bei euch. Ramona M., Manu M., vielen Dank für eure Zeit. Ja, zwei der bekanntesten und auch beliebtesten Keduma-Stimmen, mit denen habe ich heute das Podview machen können, das Podview. Wenn man nicht weiß, ob der die das sagt, man ja, habe ich der Podview machen können. Ja, ja, vielen Dank für eure Zeit und ja, wegen euch durfte ich nicht essen. Oh. Aber bleibt uns noch lange erhalten. Was für vielen Dank für eure Zeit. Wir wurden hier mit Peitsche gezwungen. gequält. Ja. Ja, das war's mal wieder.
von Keluma. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses verrückte Podview haltet. ob's zu viel oder zu wenig Bukake war. Zu viel. Viel zu viel Bukake. Ja, bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Podview wieder einschaltet. Ja, haltet alles steif, so gut wie es geht. Ja, die Dragonina, die muss aber noch kommen. Ja, die Dragonina muss noch kommen. Ja, die rufe ich gleich an. Und meine Schwester und den Jack. Es wird eine interessante Unterhaltung, wenn Manu und Jack sich unterhalten. Ist eine und dieselbe Stimme. Ja. Alles klar, das war's von uns. Tschüss.